Jupp Heynckes ist wieder Trainer des FC Bayern München. Wie der Club heute offiziell bestätigte, übernimmt der 72-Jährige die Traineraufgabe bis zum Ende der laufenden Saison. Heynckes wird damit bereits zum vierten Mal Trainer des FC Bayern München. Zwischen 1987 und 1991 wurde Heynckes mit den Bayern zweimal deutscher Meister. 1989 gewann er die erste Meisterschaft seiner Trainerkarriere, einen Titel, den er mit dem FC Bayern im Folgejahr erfolgreich verteidigte. Im Jahr 2009 sprang Jupp Heynckes nach der Entlassung von Jürgen Klinsmann schon einmal als Interimstrainer ein und holte in 5 Spielen 4 Siege und ein Unentschieden. Im Jahr 2011 schließlich kam Jupp Heynckes das vorerst letzte Mal nach München und krönte seine außergewöhnliche Trainerkarriere mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte des FC Bayern, dem historischen Triple 2013. Nun ist er also wieder zurück in München. Jupp Heynckes übernimmt ab sofort wieder die Verantwortung beim FC Bayern. Herzlich willkommen zurück und viel Glück, Jupp Heynckes.